Hallo ihr Lieben, hier ist Birgit von Stempelbund. Geht es euch als auch so, ihr kauft euch ein tolles Produktpaket oder ein tolles Designerpapier und dann liegt es erstmal im Schrank und wird überhaupt nicht beachtet oder ihr habt keine Ideen dazu, was ihr jetzt damit machen könnt? So ähnlich ging es mir mit diesem Designerpapier, was ich jetzt heute für diese kleinen Teekannen-Goodies verwende. Und zwar ist das Designerpapier aus dem Produktmedley Boho Indigo. Das findet ihr im Jahreskatalog auf der Seite 9. Da gibt es dieses Produktmedley einmal auch mit Stanzformen und mit Stempelset und eben dem dazugehörigen Papierpaket. Oder ihr bekommt es auch nur als Nachfüllset. Nur dieses Papier und die Bänder auch dazu. Und das hatte ich mir bestellt und wie gesagt dann einfach mal zur Seite gelegt, weil es, hat es sich irgendwie nicht ergeben. Und jetzt letztens fiel es mir wieder in die Hände und dann dachte ich, Mensch, das ist doch passend für so kleine Teekannen. Es ist ja so ein bisschen nordisch angehaucht, wie ich finde. Und ja, dabei entstand eben diese Idee. Und ich würde euch heute gerne zeigen, wie ihr diese kleinen Teekännchen nachbasteln könnt. Es passt tatsächlich eine Packung Tee rein. Man muss es so ein bisschen knicken oder ihr müsst euch einfach diese Dreiecke, es gibt ja auch so dreieckige Teeverpackungen, kaufen. Die passen hier ganz perfekt rein. Oder aber ihr macht eine kleine Süßigkeit rein, wenn ihr jemanden zum Tee einladet. Das ist zwar in den heutigen Zeiten etwas schwieriger, aber es gibt bestimmt immer wieder Gelegenheiten. Eine weitere Idee, diese kleinen Teekännchen zu verwenden, ist auch ein Adventskalender. Man könnte eben 24 von diesen kleinen Kännchen basteln, die dann zum Beispiel an einen Zweig hängen, noch mit kleinen Sternchen oder Tannenbäumen mitverzieren und dann hätte man einen wirklich sehr ausgefallenen Adventskalender für einen Teeliebhaber. Genau, und jetzt würde ich euch gerne zeigen, was ihr braucht, um diese kleinen Kännchen herzustellen. Zum einen braucht ihr eben Papier. Ein Blatt, die sind 6x6 groß und ich zeige euch mal diesen ganzen Packen. Also da kommt wirklich jede Menge Papier. Ich gucke nochmal für euch genau, was drin ist. Es sind, wo steht es hier? 48 Blatt Designerpapier, 6x6. Und dann gibt es noch so spezielle Bögen, die zeige ich euch gleich. Also das ist das Designerpapier. Hat die Farben Marineblau, Abendblau und Vanille pur. Ist ja auch nicht so häufig. Und es hat eben diese tollen Muster, alles in diesem Blau-Weiß in Anführungsstrichen. Und dann habt ihr aber auch noch so Aufleger dabei mit Gold belegte, zwei Bögen. Dann zwei Bögen mit so Blattelementen und nochmal zwei Bögen mit Goldauflagen, also so Tags. Und ihr habt dann hinten so strukturiertes Papier auch in Vanille pur. Und das ist also wirklich eine tolle Sache, kriegt ihr einen großen Packen, man kann ganz viel damit machen. Braucht zum Beispiel auch nur ein oder zwei Stempelsets und dann kann man ganz viele Karten damit gestalten. Also, dieses Papier habe ich verwendet. Da braucht ihr eben einen Bogen. Dann braucht ihr ein bisschen Farbkarton in Vanille pur. Und zwar habe ich hier ein Stück 5x10 cm und einmal in der Mitte gefalzt bei 5 cm für vorne, für den Ausguss sozusagen. Dann braucht ihr ein kleines Stück Vanille pur, das können auch immer Reststücke sein, hier für den kleinen Anhänger. Ihr braucht ein Stück 8,5 x 1,3 cm groß bzw. 3/3 Inch mal 1/2 Inch für den Henkel. Und dann habe ich mir freihand so eine Vorlage gebastelt, damit ich eben diesen Ausguss dann gestalten kann. Das bräuchtet ihr auch oder müsstet ihr euch dann eben zeichnen. Des Weiteren habe ich verwendet die Stanzform Mini-Zierschachtel, die habe ich euch ja auch schon ein paar Mal gezeigt. Da braucht ihr eben einmal die große Stanze für die Schachtel und einmal diese kleine Stanze für den Anhänger von Herzen. Und dann habe ich noch ein kleines Dankeschön von Herzen eben drauf gestempelt. Das stammt aus dem Set Fähnchenvielfalt. Das ist hier oben von Herzen. Als Farbe habe ich genommen Abendblau als Stempelfarbe und dann hatte ich jetzt noch ein bisschen Band, das gibt es so nicht mehr zu kaufen, aber da findet ihr bestimmt in eurem Repertoire ein Band, was passt. Das hat, ist in Marineblau und ich fand das halt eben so passend hier zu diesem kleinen Kännchen. Genau, was müsst ihr tun? Als allererstes stanzt ihr euch
einmal die Form aus dem Designerpapier aus und ihr stanzt euch den Aufleger aus dem Stück Vanille pur aus. Wichtig, ich möchte das jetzt auch heute mal erwähnen, ich bekomme immer Anfragen von Kunden oder Neulingen, die dann eben sagen, ja, wie mache ich denn das? Also um das auszustanzen, braucht ihr auch eine Stanzmaschine. Das geht nicht von Hand, das sind eben Stanzen, die für Stanzmaschinen hergestellt wurden und das kann man nicht so von Hand dann eben einmal ausschneiden mit den Stanzen. Also da ist auch noch eine Stanzmaschine notwendig. Nur, dass ich das auch mal erwähnt habe, denn es kommen immer mal wieder Anfragen, man geht immer davon aus, dass man das weiß oder dass die Leute das wissen, aber ja, wenn man neu ist, kann man das vielleicht auch gar nicht wissen. Genau, also der Hinweis dazu, dass durch die Stanzmaschine. Dann, das habe ich schon mal gemacht, habt ihr dieses hier. Ne? Das ist jetzt die Stanzform von der Schachtel und den Aufleger. Und die Minischachtel, die setzen wir uns jetzt zusammen, indem wir uns alle Teile einmal aufrunden. Einfach mit dem Falzbein ganz leicht drüber ziehen. Und dann biegt sich das schon mal in diese runde Form. So, und dann setzt man die Schachtel zusammen, indem man die runden Teile einmal gegengleich setzt. Die Henkel aufeinander. Und dann kann man das so ein kleines bisschen runterdrücken und die Seitenteile drüber stecken. Einmal. Und zweimal. Und wenn ihr das ein bisschen runterdrückt, dann geht es einfacher. So. Und damit verschließt sich die Schachtel und die hält sich auch von alleine. Da braucht ihr also nichts mehr machen. Das hebt dann so. Und damit ist die kleine Schachtel schon fertig. Sieht ja an sich mit dem Designerpapier auch schon total hübsch aus. Aber wir wollen ja jetzt heute das Teekännchen basteln. Und jetzt sucht ihr euch die kleinen Teile aus. Also nicht da, wo die Schachtel aufgeht. Denn wenn wir jetzt hier den Henkel und den Ausguss anbringen würden, dann würde das ja beim Aufmachen stören, da würde man immer drauf kommen. Also drehen wir die Schachtel einfach so, dass der Verschluss, wo es aufgeht, nach hinten zeigt und eben die kleinen Rundungen rechts und links sind. So stellen wir die Schachtel hin. Und dann geht es an den Ausguss. Wie sagt man denn da bei der Kanne? Ja, Ausguss. Und da kommt jetzt eben meine Vorlage ins Spiel. Ihr nehmt euch also jetzt den Farbkarton, legt euch an der geschlossenen Seite die Vorlage an. Ihr könntet das jetzt auch freihand ausschneiden. Wenn ihr da geschickt seid, schneidet es euch freihand zu. Ich habe gesagt, mir jetzt da eine Vorlage gemacht, weil ich ja auch mehrere basteln möchte. Und dann nehmt ihr einen Bleistift und zeichnet euch diese Vorlage auf. So, dann wird das ausgeschnitten. Ich finde es eigentlich immer ganz praktisch, diese Vorlagen, die hebe ich auch auf, wenn ich dann irgendwann später das mal wieder nachbasteln möchte, dann habe ich das wieder parat und muss nicht wieder von vorne anfangen und das neu konzipieren. So, einmal ausschneiden. Genau. Dann sieht das Ganze so aus. Es ist eben jetzt dieser Ausguss und wenn man es aufmacht, ist es so. Und um das jetzt kleben zu können, falzen wir uns jetzt hier noch eine kleine Falzlinie ein. Dazu nehmen wir das Schneidebrett. Und dann machen wir jetzt einfach so eine kleine Falz. Kommt es jetzt auf Millimeter auch nicht an. Es ist einfach das, was an der Kanne in Anführungsstrichen befestigen können. Und das Gleiche machen wir auch beim Henkel. Da tun wir uns auch gleich noch eine kleine Falz einfalzen. Da aber nur auf der einen Seite. Genau. So. Schon wieder weg. Jetzt knicken wir uns das. Und kleben das übereinander zusammen. Einfach mit ein bisschen Flüssigkleber.
will, der hat heute noch nichts gearbeitet. So, jetzt. Genau, also einfach übereinander kleben. Und dann bekommt ihr eben diesen 3D-Ausguss. Wer das Fachwort dafür weiß, darf es mir gern unten in die Kommentare schreiben. Ich komme jetzt nicht drauf, ob es da wirklich ein spezielles Wort für gibt. Bestimmt. Manchmal steht man auf dem Schlauch. So, das lassen wir jetzt gut anziehen. Auch nochmal gerne von innen ein bisschen arbeiten, dass es auch wirklich fest ist und nicht aufgeht. So. Und das platzieren wir uns jetzt hier vorne an der Schachtel. Und das machen wir auch mit ein bisschen Flüssigkleber. Könnt auch ein Klebeband nehmen oder Klebepunkte, was ihr dann eben habt. Der Flüssigkleber hat wieder den Vorteil, dass man wieder ein bisschen variieren kann. Und das Klebeband hält eben dann gleich. Und das eben bitte mittig, so gut wie es irgendwie geht, hier platzieren. Und zwar bis runter an die Kante, wo die Falzkante vom Boden ist. Und das dann einmal gut festdrücken. Bisschen halten, dass es auch wirklich sich fixieren kann. Dauert einen kleinen Moment. Durch die Rundung eben ist es ein bisschen schwieriger, dass es abbindet. So, genau. Damit ist der Ausguss vorne dran. Und jetzt machen wir noch den Henkel. Und den ziehen wir uns auch übers Falzbein. Also auch eine Rundung. Einmal hier oben ist ja dieser Falz. Damit kleben wir es oben fest. Da runden wir es uns nach innen sozusagen. Und einmal so einen kleinen Schwung unten nach außen. Das ist eben so eine, ja, Linie bekommt. Und auch das kleben wir uns jetzt fest. Und das platzieren wir dann, ja, ungefähr auf einer Drittelhöhe mittig. Festdrücken. Und wenn es abgebunden hat, wird es auch unten noch befestigt. Einmal hier unten noch. Auch gerade mit dem Tupfen. Flüssigkleber. Auch bis zum Boden runter. Das ist die Orientierungslinie für euch. Genau. Es ist ein bisschen Geduldsspiel, bis es angezogen hat. Eventuell geht es mit einem Stück Klebeband dann eben schneller. Aber wie gesagt, da kann man halt immer noch mit den Positionen variieren beim Flüssigkleber. Das ist ja das Schöne daran. Genau. Und damit ist die kleine Teekanne fertig. Und jetzt verzieren wir uns die noch ein bisschen. Und zwar habe ich da den Spruch, habe meinen Anhänger. Mein Stempelkissen in Abendblau. Ist ja eine In-Color-Farbe. So, einmal abstempeln. Ich finde ein wirklich schöner Farbton, dieses Abendblau. Und dann nehme ich mir halt noch ein Stück Band. Wie gesagt, dieses Band gibt es so nicht mehr zu kaufen. Aber ihr guckt einfach mal, was ihr habt, was passt. Könnt auch ein kleines goldenes Band dran machen. Also da benutzt ihr, was ihr habt. Wir haben ja auch das schmale Saumband. Das könnte man eventuell auch mit den Blends in Abendblau einfärben. Oder in Marineblau dann eben. In diesem Fall, das ist ja jetzt Marineblau. Das würde auch gehen. Es ist nicht ganz so breit, aber würde bestimmt auch schön dazu aussehen. So, das knote ich mir hier einfach nur dran.
schneide mir das noch zur Schleife. Und nehme so einen Klebepunkt und befestige es damit auf der Schachtel. Ist doch wirklich eine herzige Idee, oder? Diese kleine Teekanne. Ich finde die total süß. Wer hat noch die große alte Zierschachtel? Wer die noch hat, so rum, grammatikalisch falsch gerade, der kann das selbstverständlich auch mit einer großen Schachtel nachbasteln. Aber ich finde, diese kleinen, die haben wirklich ihren Reiz. Und da müsstet ihr euch ja dann auch von der Größe her für diesen Ausgießer dann eben anpassen. Genau. Ja, also ich kann euch dieses Papier wirklich nur ans Herz legen. Selbstverständlich kann man damit auch ganz tolle Karten gestalten, andere Projekte, Schachteln, was auch immer. Und wie gesagt, da kommen wirklich ganz viele Bögen Papier und auch tolles Papier, auch von den Mustern her. Und schaut euch das einfach mal an. Wie gesagt, Jahreskatalog, Seite 9, da findet ihr diese Produkte. Und jetzt habe ich noch einen Hinweis für euch, beziehungsweise möchte euch da noch mal drauf aufmerksam machen. Im Moment läuft ja bei mir noch die November-Highlight-Aktion. November 2020, ich sage es auch da noch mal. Auch erreichen mich manchmal Anfragen zu Aktionen oder zu solchen Sachen, die dann schon mehrere Jahre alt sind. Immer ein bisschen gucken, wann ist das Video hochgeladen und wann lief diese Aktion tatsächlich. Also wie gesagt, dieses November-Highlight gilt bis zum 22. November 2020. Da bekommt ihr, wenn ihr bei mir für 100 Euro bestellt, 10% des Bestellwertes als Shoppingvorteil in Form von Ware obendrauf. Und ab 200 Euro gibt es ja zusätzlich die Shoppingvorteile von Stampin' Up, auch als Ware. Und da würdet ihr dann zum Beispiel doppelt profitieren. Also nutzt dieses Angebot. Es ist ein Dankeschön von mir, weil dieses Jahr wieder sehr erfolgreich für mich war. Und ihr mir die Treue gehalten habt, auch in diesen schwierigen Zeiten. Und ich auf euch setzen konnte. Und da möchte ich einfach Dankeschön sagen. Genau, also das November-Highlight bei Stempelbund. Wichtig, diese Aktion gilt nur bei mir, Birgit Seidler Stempelbund. Nicht bei Stampin' Up. Ganz wichtig. Dann haben wir selbstverständlich jetzt aktuell gerade das Paper Pumpkin Feiertage voller Freude. Das könnt ihr euch jetzt sichern zum Preis von etwas unter 26 Euro. Genau habe ich ihn jetzt nicht im Kopf. Durch die neuen Mehrwertsteuerzahlen ist das immer so ein bisschen schwierig. Da kann man sich das immer so schwer merken. Aber etwas unter 26 Euro kostet dieses Set. Und da habt ihr Sachen drin für 8 Karten. Alles dabei, bis auf den Stempelblock. Das habt ihr nicht und könnt dann eben tolle Karten gestalten. Weihnachtskarten oder auch zusammen mit euren Freunden Karten gestalten. Da müsst ihr einfach mal gucken. Also dieses Paper Pumpkin Set ist jetzt auch exklusiv jetzt weltweit. Es gibt es ja sonst immer nur in Amerika. Und ihr könnt euch jetzt so ein Set sichern. Das gibt es, solange Vorrat reicht. Und selbstverständlich gibt es auch die schwungvollen und festlichen Kreationen, die Aktion. Die gilt ja noch bis zum 4. Januar. Und da habt ihr eben die Möglichkeit, euch das Produktpaket schön schwungvoll und das tolle Stempelset geschwungene Weihnachten und auch das tolle Designerpapier klassische Weihnachten zu sichern. Das Designerpapier klassische Weihnachten biete ich auch wieder als Papierpaket an. Halber Pack Designerpapier, halber Pack passender Farbkarton dazu, 12 Blatt. Genau. Oder ihr kauft eben alles zusammen, das Designerpapier vollständig, das tolle Weihnachtsset geschwungene Weihnachten und das Produktpaket schön schwungvoll als Vielfaltspaket. Und dann habt ihr alles drin, habt nochmal 10% Rabatt. Genau. Ja, also greift dazu. Das sind wirklich tolle Angebote, die da laufen. Und wie gesagt, vielleicht habt ihr Verwendung für die kleinen Kännchen. Das würde mich freuen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Bastelvideo wieder. Bleibt gesund, bleibt kreativ und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.